Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars in the Old Republic. Zusammen mit Yunnum. Hallo. Guten Abend, also Na, Abend, also für uns ist für Abend, uns ja. also. Wieder mal halb sieben. Wir haben die letzte Aufnahmesetzung gerade erst beendet oder so. Ja, fast. Ja, die Technik, Es die gab da Technik. so technische und nicht nur bei uns, wir nicht nur wir hatten technische Ja, Probleme. also letzte Woche aufnehmen war sehr interessant. Server sollten ursprünglich, war das 18 Uhr? 18 Uhr Wie sollten sie wieder üblich online sein. online gehen. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Die haben sich bloß um 6 Stunden verspätet. Ja, das kann ja mal passieren. Oder in 4 Stunden. Sind wir Ich nicht ganz glaube. unfair, es waren doch bloß 4 Stunden. Wir haben dann andere Sachen ausgetestet. Wir waren des Wartens leid. Richtig. Vor der Aufnahme haben wir ganz kurz nochmal unsere Logs dementsprechend überprüft, weil es waren jetzt, du hattest jetzt in dem aktuellen Abo-Monat bereits einmal gespielt. Ich mit dir zusammen und dann hatte ich für mich noch mal die neuen, ja, Mini-Story-Line gespielt. Ja, mit deinen hochstufigen Charakteren, die da die Story, Genau. die normale Story schon hinter sich haben. Richtig. Naja, einmal Ja. hat gereicht, weil das ist ja immer das Gleiche. Ja, wir haben festgestellt, okay, wir sind hier und müssen auf unsere Schiffe zurück. Individuell halt und halt unsere Wege werden sich noch mal kurz trennen Genau. und mal sehen, wo wir uns danach wieder treffen, weil wir haben ansonsten nichts mehr an Planeten. Also Also hier jetzt, also keine aktuellen, die uns zugeteilt worden sind. richtig, das wird sich dann aber wieder Ja. ändern. Ich vermute, es könnte einen Gefängnisplaneten involvieren. Ja, Nehme ich könnte recht sein, mit aber sogar. vielleicht hat ja jemand noch vorher noch so einen individuellen Punkt, den er. Das würde mich nicht wundern. Ich glaube, das war beim letzten Charakter, den ich innen gespielt habe, auch so. Dass ich vorher nochmal einen individuellen Teil hatte. Aber das Ende ist ja auch von Klasse zu Klasse Ja. unterschiedlich. Ups, und ich kann es mir nicht merken und ich bin jetzt falsch gereist. Das ist ja auch schon wieder gut. Ja, ich Ich habe glaube, du gesehen, dass ich musst falsch geklickt habe. aufs erstmal auf die Basis zurück. Ne? Richtig. Und ich habe ganz gewohnheitsmäßig Raumstation. nach aufs Schiff geklickt. Aber gut. Bei mir aber auch mit als Quest hervorgegeben. Ich nehme die mal. Krieg nicht direkt aufs Schiff, auch wenn man auf mein Schiff sagt So, Holo das Terminal. hätten wir. Mach das. Vielleicht sagt mir das Schiff ja, okay, ich soll zum Holo Terminal gehen, aber vorher auf der Rampe oder sowas kriege ich dann auch nochmal Besuch. Nee, dann wird eigentlich angezeigt, dass du dahin gehen sollst. Na, ich meine, Log sagt Holo Terminal. Aber Bei mir sagt. Reiseoptionen sagten hier zur Basis. Verrückt. So, ich schau da mal, wer es mich hier erwartet. Moment. Fertig. Ich bin fertig. Ich habe Versetzt. einen neuen Gefährten dazu bekommen und ich muss noch mal eben ganz schnell. Ich hoffe, es geht auch ganz schnell. Ich weiß jetzt auch, warum mich mein Questmarker bei den Übergängen auf die Station gejagt hat. Ach, das war meiner. Ja, ganz genau. Ich stand eben gerade hinter dir. Moment, was war das? Stand ich grad, eben gerade Assistant Inquisitor bei der Phase? Sehr gut. Habe ich aber zu spät gesehen, den Tooltip, und war dann schon im Übergang. Ich habe einen neuen Gefährten bekommen und meine Padawanen ganz entsetzt. Seid ihr sicher? Das Schiff wird immer voller. Tja. Ich habe jetzt hier auch noch gleich tausende verschiedene Gefährtengespräche.
Und warum ist hier jemand auf meinem Schiff? Hallo, könntest du mal von meinem Schiff gehen? Hier kämpft jemand auf meinem Schiff. Ich habe gerade die Treibstoff. Das macht mir Angst mit Kemval. Hallo? Sie sollten einen Leistungs- Gehst du mal weg? Werd dann auch vermutlich ein paar Gespräche haben, sonst nicht. Hoffentlich fliegt er jetzt nicht mit meinem Schiff weg. Kann er mich sehen? Ich kann ihn nicht anklicken. Er scheint mich auch zu sehen. Mission abgeschlossen. Ihr Verrückte Sache. Hunter hat mir Bericht erstattet. Er hat euch in den höchsten Tönen gelobt. Wahrscheinlich ist es ein Machtgeist, der hier steht. Viele Leute verdienen sich sein Lob. Also wenn das Schiff sich bewegen sollte, ich ist dann nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe hier auch zwei Sachen. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Er war absolut professionell. Das ist gut zu wissen. Es kann gut sein, dass ihr wieder zusammen eingesetzt werdet. Ich bin dankbar, dass die Starbreeze unversehrt ist. Sie wird uns helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Nun denn, Hoth und Taris werden erledigt. Seid ihr bereit für die letzte Stufe? Ich stehe euch zu Diensten. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Es ist eine Todesfalle von einem Planeten namens Quesh. Dort liegt unser Primärziel. Ich will, dass ihr euch auf den Weg macht. Habt ihr eine etwas genauere Beschreibung als Todesfalle? Es ist eine Minenwelt. Unsere Streitkräfte kämpfen gegen das Imperium um chemische Vorräte. Doch ihr sucht etwas vollkommen anderes. Begebt euch zu diesen Koordinaten. Wenn ihr ankommt, kontaktieren wir euch. Basiskommando Ende. Okay, Gefängniswelt muss doch noch warten. Habe ich mich geirrt? Agent, ich hoffe, diese Aufzeichnung findet euch wohlbehalten vor. Hier spricht Aristokra Sargano vom Chiss-Expansions- und Verteidigungskommando. Ich hatte nie Gelegenheit, euch von Hoth zu verabschieden. Das ist verständlich, schließlich war es etwas hektisch. Wie dem auch sei, ihr habt euch als würdiger Verbündeter erwiesen. Ihr habt euch das Vertrauen des Reichs verdient. Dem imperialen Geheimdienst wurde ein Zeichen unserer Wertschätzung übergeben. Ich hoffe, man wird es an euch weiterleiten. Und schließlich richtet Fenrich Tempel Grüße aus. Ich habe keinen Zweifel, dass sie euch ebenso gut dient, wie sie uns gedient hat. So, habe ich ihm das richtig verstanden? Korrekt. Muss direkt nach Quesh. Nach Quesh? Ja. Interessant. Das nächste Planeten. Da waren wir doch schon. Und noch ein paar Gefährten gesprochen. Und die habe ich jetzt auch noch. Ich glaube, mit jedem. Lass das Schattenarsenal reisen nach Quesh. Ja, gut. Dann müssen wir uns überlegen, wo wir zuerst hinfahren. Wie gesagt, Quesh hatten wir ja eigentlich schon abgeschlossen. Oh. Ich sehe es auch da. Es könnte natürlich so eine Zwischenmission für mich sein. Ja, das wird schon passen. Manchmal wird man ja auf andere Planeten wieder zurückgeschickt. Ja, dann zum Beispiel auf Drum und Kars. Machen wir erstmal die Gefährten gespielt? Oder dann erstmal drum? Ja, wir machen erstmal Gefährtengespräche. Würde ich sagen. Okay. Frühstücken wir die einmal ab und dann. Ich mag euer Schiff. Nicht wie im Militär, aber es ist schön, nicht mehr in einem Thermoanzug zu schlafen. Sobald wir unterwegs sind, bringt ihr mich dann auf den neuesten Stand, was meinen Dienst angeht? Zeigt ihr mir die Tricks verdeckter Missionen? Ich freue mich auf ein persönliches Training, Fenrich. Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet das der Ratataki überlassen. Ich sollte es wahrscheinlich besser nicht erwähnen, aber da ist noch die Sache mit meinen Talenten. Wenn ich beim Imperium arbeite, besteht die Möglichkeit, dass die Sith herausfinden, was ich kann. Und das würde ihnen nicht gefallen. Falls eure Talente ein Problem werden sollten, kümmern wir uns darum, wenn es soweit ist. Verstanden. Bis dahin werde ich mich unersetzlich machen. Mein guter Freund, gestattet einem alten Mann ein paar Gefühle und schwelgt mit mir in Erinnerungen. Heute ist der 30. Todestag von Ziffer 12. Eines der besten Agenten, mit dem ich je gearbeitet habe.
Ich habe noch nie von Ziffer 12 gehört. Sie erzählen uns nicht viel über unsere Vorgänger. Unsere Geschichte ist gelinde gesagt flüchtig. Ziffer 12 gehörte zur alten Garde aus der Zeit vor dem Krieg. Er hatte viele Verbündete in den Außenbereichen. Als er seine mandalorianischen Brandzeichen erhielt, wurde er im Privatleben oft ausfallend. Doch die Arbeit nahm er immer ernst. Er hatte stets ein Lächeln auf den Lippen. Wenn er so fähig war, was ist dann mit ihm geschehen? Irgendwann hatte er Pech und ein königlicher Harpani-Attentäter durchbohrte seine Lunge. Im Grunde unvermeidlich. Wisst ihr, wie wenige Ziffern in den letzten 5 Jahren überlebt haben? Es überleben auch nicht viele Ziffern den Kampf gegen einen Jedi oder Sith. Mehr als ihr annehmen würdet. Ich bewundere den Grad zwischen Disziplin und Einfallsreichtum, den ihr beschreitet. Leider macht ihr euch durch eure Methoden Feinde. Seid vorsichtig, sonst gibt es kein Zurück mehr. Da ist etwas Wahres dran, das gebe ich zu. Wir werden sehen, was geschieht. Ein freundlicher Ratschlag von jemandem, der es weiß. Ich habe es durch eine sehr lange Karriere geschafft, indem ich meine Partner weise gewählt habe. Ich habe sie alle überdauert. Und ich habe vor, das auch weiterhin zu tun. Hallo, Kallio. Was ist los? Hey, also, ich habe nachgedacht. Bei dem ganzen Zeug, das ich euch von meiner Vergangenheit erzählt habe, haben wir jemals über die Brenntal-Anarchisten gesprochen? Ihr habt ihre Existenz erwähnt und dass ihr mit ihnen zusammengearbeitet habt. Keine Details. Dann kommt hier ein Leckerbissen. Wir waren die revolutionäre Vorsprungsbrigade. Die Zelle bestand so ziemlich aus mir und einem Dutzend anderer Kerle. Wir haben Holostationen in die Luft gejagt, Banken ausgeraubt, Politiker und Geschäftsbonzen entführt, jede Menge Schaden angerichtet. Ich schätze, ihr wart grausam in eurer Jugend. Ich bin gereift. Die RSB hat mich Sachen in die Luft sprengen lassen und nannte das Fortschritt. Ich war eigentlich nicht wegen der Philosophie dabei. Aber es gibt Zeiten, da sehe ich mir an, für wen wir jetzt arbeiten. Und... also, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal einem Haufen Diktatoren helfen würde, versteht ihr? Träume können ganz anders sein als die Wirklichkeit. Hey, euch hat's sicher noch schlimmer erwischt als mich. Tatsache ist, eigentlich bin ich ziemlich zufrieden. Ich habe Geld, gute Gesellschaft, sogar eure Truppe wächst mir ans Herz. Heuchelei ist doch echt witzig. Wir sehen uns, Agent. Ich will nicht herumschnüffeln, aber ich habe einen Teil eurer Unterhaltung mitbekommen und ich frage mich, ist euch in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches an Kallios Verhalten aufgefallen? Weniger Genörgel, bessere Laune, sonst nichts. Interessant, das hatte ich nicht bemerkt. Aber ich habe verschlüsselte Nachrichten bemerkt, die vom und zum Schiff gesendet wurden. Kallio hat Zugang zur Station und ich will nur alle Möglichkeiten abdecken. Sagt mir, wenn etwas passiert oder wenn ihr mehr über diese Übertragungen herausfindet. Natürlich. Ich liebe ein gutes Puzzle. Hört zu, es tut mir echt leid, euch das anzutun, aber ihr müsst eine Weile ohne mich auskommen. Es wird schnell gehen, aber ich brauche eine Auszeit, um etwas Persönliches zu regeln. Wenn ihr gehen müsst, werde ich euch nicht aufhalten. Kann ich irgendwie helfen? Nett, dass ihr fragt, aber nein. Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ich eure Abreise verpasse. Kallio, wir hatten unsere Schwierigkeiten, aber ich wollte euch alles Gute wünschen. Ich bin sicher, der Keucher und seine revolutionäre Vorsprungsbrigade werden euch mit Freuden wieder aufnehmen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich bin überrascht, dass ihr das zulasst. Denn zu erlauben, dass Kallio ihre alten Anarchistenfreunde trifft, muss gegen einige imperiale Regeln verstoßen.
Ich bin offensichtlich nicht eingeweiht. Ich habe verschlüsselte Nachrichten verfolgt, die von diesem Schiff an den Anführer der Anarchisten auf Brental gingen. Das hört zu, es ist nicht, wie ihr denkt. Der Keucher hat sich gemeldet und sagte, er braucht Hilfe. Er hat nicht gesagt, wofür, aber ich schätze, die Sicherheit geht wieder hart gegen die Zelle vor. Dieser Mann leitet eure alte Anarchistengruppe? Er ist einer der Kerle, die sie gegründet haben. Er hat mir alles beigebracht. Meist hatte er es auf Firmen abgesehen, aber auch imperiales Eigentum war Beute für die RSB. Nur nicht so bequem. Der Keucher war gut zu mir, also dachte ich, ich könnte ihm zur Hand gehen. Ich wollte nicht, dass jemand stirbt, ich wollte euch beschützen. Wenn ihr mir nicht traut, kommt mit und überwacht mich. Wir werden ihn irgendwie rausschlagen. Vielleicht überlebt er sogar. Ihr hättet nur fragen müssen. Danke. Ich nehme Kontakt zu ihm auf und vereinbare ein Treffen mit ihm. Dann überlasse ich euch wieder eure Arbeit. Alles ist bereit. Der Keucher wird uns beim Hutter Raumhafen treffen. Bitte, versucht das ohne einen Kampf über die Bühne zu bringen. Ich möchte keinen von euch verlieren. Agent, wir hatten Zeit zum Nachdenken, seit wir die Kille-Kolonie wiedervereinigt haben. Nicht, dass wir nicht genug Arbeit hatten, aber wir haben euch noch gar nicht dafür gedankt, dass ihr unsere Pilgerreise erlaubt habt. Ihr solltet nächstes Mal mit uns kommen. Kein Grund, mir zu danken. Wenn ihr mich einmal braucht, gebt einfach Bescheid. Wie sieht's bei dir aus? Wir versuchen, euch dieses Angebot nicht bedauern zu lassen. Auf jeden Fall sollten wir wieder an die Arbeit gehen. Wir haben Kallio versprochen, die Brut von ihrem Quartier fernzuhalten. Etwas Training wäre also ganz gut. Kallio hat nicht viel über euch erzählt. Kommt ihr gut klar? Nach einem etwas schwierigen Anfang lernen wir gerade, uns gegenseitig zu tolerieren. Wir laden sie nicht mehr zu Dejarik-Spielen ein. Sie spuckt nicht mehr in unseren Tee. Gebt uns ein paar Monate. Wir haben schon mit weitaus schlimmeren Personen verhandelt. Wie geht es euch, Vector? Agent, als wir uns mit den anderen Nestern vereinigten, sahen wir eine Kraft der Veränderung in der Galaxis. Manche Killix sind so groß wie Raumschiffe, andere so klein wie Mücken. Verbundene aus Hunderten von Spezies auf Tausenden von Welten. Wir müssen dem diplomatischen Dienst von der Killix-Kolonie berichten. Die Kolonie versteckt sich nun schon seit langer Zeit. Vielleicht wollen die Killix es gar nicht. Wir haben Gedanken mit Daisenna vom Lesai-Nest ausgetauscht und die Grenzen ihrer Kooperation erfahren. Wenn der Dienst die Kolonie überzeugen kann, wenn wir sie zu Verbündeten machen, haben wir Unterstützung in den unbekannten Regionen. Wir hätten Zugang zum Handwerk der Killix, zu Informationen verbundener. Selbst ohne militärische Unterstützung wären sie ein unbezahlbarer Gewinn. Was würde es brauchen, um die Killix zu einer Allianz mit dem Imperium zu überreden? Wir haben einen Vorschlag vorbereitet. Die Killix wollen Frieden und Rohstoffe. Und das Imperium kann beides bieten. Und wenn das Imperium sich nicht mit den Killix verbündet, macht es vielleicht jemand anderes. Sagt einfach, wie ich euch helfen kann. Wir würden euch darum bitten, den Bericht abzuzeichnen. Euer Angebot behalten wir natürlich im Hinterkopf. Danke. Immer eine Freude. Ich hoffe, Sie haben einen fantastischen Tag und fühlen sich nicht danach, mich zu deaktivieren. Alles klar. Dann können wir eigentlich die Folge auch beenden an der Stelle. Dachte ich mir auch schon bei der Länge. Genau. Und nach Hutter zurück. Auch noch. Ja, Kallio hat da ein Problem mit alten Freunden. Immer noch hier der Typ. Macht auch keinen Sinn, dass der hier ist. Aber wie gesagt, er sieht mich definitiv auch, sonst würde er nicht bei mir stehen bleiben. Und das Problem scheint aber auch mehrere zu haben. Ja, ich hatte mich schon gewundert, irgendwie stand. Oder ist es der schreibt?
auch jemand vorm Raumschiff neben dir zu stehen. So, keine Ahnung, was da los ist. Interessant. Jetzt sehe ich nichts Besonderes, irgendwelche Erwähnungen in der Hinsicht. Also ich schon, in meinem ist der auch und raus aus meinem Schiff. Von zwei verschiedenen Leuten. Also auf der X-70 Phantom gibt es auch insgesamt 5 Leute, aber die scheinen... Also hier, weiß ich nicht, scheinen mehrere zu sagen, hier, geh mal weg hier, mein Schiff. Wie bin ich hierher gekommen? Da spinnt doch was, ist auch interessant. Wie gesagt, derjenige läuft halt mit Gefährten rum und wenn du im Raumschiff bist, dann... laufen die normalerweise nicht mit rum. Ja, richtig. Ja, es ist bei allen hier irgendwie das Problem. Sehr schön, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denn.